Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen bei Sunshine Mobile Stories. Heute machen wir Cantuccini Tiramisu. Dafür benötigt ihr Cantuccini Kekse aus Italien, Puderzucker, Mascarpone, Joghurt, Sahne und wenn ihr weniger Kalorien haben wollt, lässt ihr die Sahne weg und nehmt von diesen zwei. Schmeckt allerdings mehr mit Kalorien. Okay, dann haben wir die Orangen, die sind ganz wichtig. Und dann braucht ihr Gläser, die ungefähr so eine Breite haben, um die Cantuccini-Kekse da rein zu befördern. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Jetzt zeige ich euch, wie man aus der Orange die Filets rausschneidet, damit das so aussieht. Dafür schneidet ihr das hier weg, oben und unten, dass es gut steht, so. Dann nehmt ihr das Messer so und dabei müsst ihr darauf achten, dass das Weiße nicht mehr sichtbar ist, wenn ihr das hier gemacht habt. So sollte dann das ungefähr aussehen und jetzt nehmt ihr das Messer, ungefähr so, und schneidet es so, nur nicht ganz in die Mitte. Jetzt nehmt ihr die Apfelsine und presst sie so doll ihr könnt, damit der ganze Saft rauskommt. Nachdem ihr die Filets gemacht habt, kommt diese Orange zum Einsatz. Die schneidet ihr in der Mitte durch und dann nehmt ihr diese Presse und presst es so fest ihr könnt. Nachdem ihr die Orange gemacht habt, geht es jetzt an die Mascarpone ran. Sahne schön steif schlagen, dann Joghurt, Mascarpone, Orangensaft, 4 Esslöffel und natürlich Puderzucker. Und das kräftig durchrühren. Und das ist das Endergebnis der Kreation. Jetzt geht es daran, die Gläser natürlich zu befüllen. Dafür nehmt ihr die Mascarpone, verteilt es hier auf dem Boden, sodass die Kekse schön liegen. Die Kekse sollten so liegen, dass sie natürlich den Saft auch einsaugen. Dann beträufelt ihr diese ganz großzügig, weil ihr habt ja Saft. Aber auch nicht zu viel, weil ihr macht ja mehrere. Am besten dreht ihr das Glas dabei, so könnt ihr alles erwischen. Dann nehmt ihr die Orangen, die ihr gemacht habt. Verteilt die. Nicht zu dicht ans Glas, damit und die alles kleinen nehmt ihr in der Mitte. So sollte das dann aussehen. Und jetzt macht ihr wieder Mascarpone. Schön alles bedecken. Jetzt wieder die Kekse. Saft. Wenn ihr es dann soweit fertig habt, packt ihr hier noch Frischhaltefolie drauf, packt es dann in den Kühlschrank und wenn ihr es dann essen wollt, streut ihr dann die Schokolade drauf. 2022, ein schönes Jahr für euch und passt auf euch auf und bleibt gesund.